Hi Leute, hier ist der Christoph. Hier ist der George und willkommen im zweiten Teil zu unserem Fragen-Antwort-Videos. Wir hatten euch auf Facebook die Chance gegeben, dass ihr unter unseren Posts Fragen stellen könnt. Und zwar unter meinem Post Fragen an Christoph, unter seinem Post Fragen an mich. Und die stellen wir uns jetzt gegenseitig. Ihr seid im zweiten Teil des Videos. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, klickt hier. Echt jetzt? Ja, das musst du jetzt machen. Das wird voll kompliziert, ja. Weil wenn man es bei Facebook planen will, kann man noch keine Kommentare vorschreiben. Ach klar. Ja, es gibt einen ersten Teil einfach. Es gibt einen ersten Teil. Aufruf an den Zuschauer, der den ersten Teil schon gesehen hat. Wer da schneller ist wie wir, kann den bitte gerne in die Kommentare posten. Genau. Ey, so läuft das doch. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Genau, ich war glaube ich dran. Ich muss dich was fragen. Und zwar möchte die Miriam Adel wissen, wann kommt das Video über Filter? Das hast du mir vor einigen Wochen bei Christophs Fotowalk auf Nachfrage versprochen hast. Oh Gott, hoffentlich kam es nicht schon und ich habe es verpasst. Ich kann dich, Miriam, ne? Ja. Ich kann dich vertrösten, Miriam. Das habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich noch keine Zeit dazu hatte. Außerdem ist im Moment auch das Wetter nicht so ganz so cool für ein Filtervideo zu machen. Weil, ja, wie gesagt, da müssen einige Sachen stimmen, aber das kommt sicherlich noch. Garantiert. Also, jetzt wird es dran. So. Sebi Land fragt, was war deine erste Kamera? Schwierig. Also die erste Kamera war, das war so ein kleines Filmding. Das hat mir meine Tante, wie ich 5 war, glaube ich, geschickt. Das war relativ lustig. Dann hatte ich tatsächlich sogar mal eine Spiegelreflex von meinem Dad damals noch. Ja, die war aber auch mit Film. Das war so eine, was war das, Rico oder irgendwas, so eine ganz alte, also das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her. Oder 15. Übertreiben. Aber so wirklich zum Fotografieren war, glaube ich, die erste so eine kleine kompakte Samsung, ja, mit der ich dann glücklicherweise auch so eine kleine Weltreise gemacht habe und jetzt alle Bilder in 5 Megapixel habe. Richtig geil, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, aber die erste Spiegelreflex war dann eine D5100. Ja, und mit der war ich auch sehr zufrieden eigentlich. Das war eine ganz gute Ansteigerkamera und hat mir sehr lange sehr gute Dienste erwiesen. Genau. Das war's. An dich, die Bianca Bückenhuskens fragt. Ach, vom Indian Bootcamp. Liebe Grüße an der Chef. Hallo. Ich möchte gerne mal wissen, welchen Berufswunsch Jorge als Kind hatte. Boah, das wird spannend. Guck mal, krass, als Kind. Also ich glaube, der erste Berufswunsch, also den ich bewusst, also an den ich mich bewusst erinnern kann, ist, glaube ich, Rasenmäherfahrer. Würde dir auch spielen, Jorge. Also weißt du, so auf so einem Fußballplatz immer hin und her zu fahren, das wäre schon geil. Da brauchst du aber so einen Fischerhut irgendwie, der so hinten auf halben Bäumen hängt. Also ich kann es mir so geil vorstellen. Im Blaumann. Oder im Grünmann dann. Im Blaumann, Alter, ja. Voll assi, ey. Lass doch mal ein Foto dazu machen. Ein Foto? Ja, Foto-Idee. Unser erster Berufswunsch. Und dann. Unser erster Berufswunsch, ja, das ist noch eine geile Idee. Also, geile Frage. Danke. Danke dafür. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich würde noch mal gerne einhaken. Wie kommt man wieder auf Rasenmäherfahrer? Ich weiß nicht. Akku aufladen. Na, hoffentlich geht's mal auf. Wie man auf Rasenmäherfahrer kommt. Ja. Also, ich weiß, Kind, ja. Ich fand Rasenmäher geil. Weiß ich nicht. Kraftjunge. Am Rasen gemäht, immer super praktisch, ne? Natürlich. So, klasse Gerät vom Rasen. Ja, oder? Also, ich meine. Ach, geil. Wer hat sich das nicht gewünscht? Jeder wollte mal Rasenmäherfahrer sein. Was wolltest du denn werden? Also? Also, ich will tatsächlich jetzt nochmal so Rasenmäherfahrer sein. Falls einer die Möglichkeit hat, mich auf einen elektronischen Rasenmäher zu setzen. Bitte schreibt mich an. Okay, weiter. David fragt, wie kam er auf das Fotografieren? Also du. Ich? Ja. Hatten wir das nicht? Das haben wir schon beantwortet eigentlich, ne? Ja. Im ersten Video. Genau. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Dominik Holzhäuser fragt, was fotografierst du lieber und mit welchen Objektiven? Menschen, Porträts oder Landschaften, Architektur? Boah, also ich mag eigentlich alles. Also ich finde sowohl Menschen fotografieren geil, als auch Landschaften. Also obwohl ich ganz lange echt nur Landschaften fotografiert habe, weil ich viel reise, viel unterwegs bin. Habe ich ganz viel so Reise, Städte, Reportage und sowas. Das macht mir schon mega viel Spaß, das klappt auch ganz gut. Aber auch People, hier so
Studio und so weiter auch mega geil, hier mit Blitzen und Zeugs. Also das macht alles mega Spaß eigentlich. Da so einen richtigen Favoriten habe ich da noch gar nicht oder weiß auch nicht, ob ich den jemals finden werde. Ich will mich da nicht so festlegen. Also ich mache alles, das macht mir Spaß. Ja. Er hatte noch eine kleine zweite Frage gestellt, und zwar, wo wolltest du schon immer mal fotografieren? Auf eine Landschaft jetzt bezogen. Also irgendein Platz in der Welt, wo man unbedingt fotografieren. Norwegen soll ja geil sein. Ja, so Lofoten da oben und so weiter. Aber da ist halt kalt. Und da weiß ich seit Jahren nicht, wann ich da hinfahren soll. Also wenn du im Sommer hinfährst, ist ja trotzdem Kälte wie bei uns. Das heißt, du verpasst quasi ein paar Wochen Sommer. Und wenn du im Winter hinfährst, ist es aber noch kälter. Was ich ja auch kacke finde. Also, aber vielleicht schöner, weil es ist eine andere Kälte wahrscheinlich. Ja, nee, aber ich glaube, das ist ganz cool. Also da. So nördlich da. Ja. Und ich würde gerne meine Weltreise nochmal machen mit einem anständigen Foto. So, ja. Südosten da unten überall. Ja. Ganz gut. Die Sabine Kaluscha fragt, wie schafft ihr es ständig auf Facebook zu sein, zu posten, zu kommentieren und so weiter? Gibt es Apps, mit denen man seine Fanseite auch unterwegs am Handy pflegen kann, beziehungsweise andere Seiten liken und andere Posts kommentieren kann? Vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Super Idee von euch. Gerne, Sabine. Ja, es gibt eine App, die heißt Seitenmanager. Die ist auch von Facebook. Damit kann man seine Seite pflegen, Postings machen, von unterwegs gucken, kommentieren, also antworten auf die Kommentare oder liken oder was auch immer. Der Nachteil von dieser App ist, du kannst leider nicht auf anderen Seiten rumsurfen oder denen du folgst und mit deinem Seitennamen kommentieren oder liken. Das geht leider nur mit dem App Mentions, und dafür braucht man einfach diesen blauen Haken, den ihr vielleicht bei Calvin oder diversen anderen seht. Sonst geht es leider nicht. Was mega nervig ist. Ja, was echt mega nervig ist, weil wir würden auch gerne mit dem Seitenmanager-App auf anderen Seiten oder auf Seiten, denen man folgt, einfach kommentieren. Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Also eigentlich, wie gesagt, es gibt ja das App Mentions, da funktioniert es. Man braucht aber einfach die verifizierte Seite, und das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber wir machen das mit dem Seitenmanager-App, und halt wenn man über einen Browser öffnet, also wenn man über genau, da gibt es einen Workaround. Also da kann man dann halt, wenn man über einen Browser sich einloggt auf seinen Facebook-Account, kann man dann halt so rum auf Seiten, denen man folgt. Aber auch nur wieder, wenn du auf Desktop-Ansicht gehst. Genau, nur wenn du auf Desktop-Ansicht gehst. Dann musst du das am Handy als Desktop-Ansicht machen, und dann musst du, glaube ich, noch einmal hin und her schalten. Dann wirft du dich erst wieder raus. Genau, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber es geht. Genau, man kommt irgendwie drauf, aber macht keinen Spaß. Nee, Spaß macht. Gut, achso, du hast dann, genau. Der Julian fragt, wann bist du mal in der Nähe von Hannover? Puh, spielt. Ich sag da nur Deutschland-Tour. Da könnte was kommen. Man munkelt. Vielleicht im März. Mehr Infos kommen da bald, übrigens, bei mir auf Facebook. Ne? Deutschland-Tour wird groß, gigantisch. Überragend. Haben wir noch was Superlative? Was noch nie da gewesen. Nein, es war schon da, aber es nicht mit aber mir. Nicht so. Nicht mit mir. Nee. Das war auf jeden Fall cool. Also ich war mal kleine Input-Info, ein bisschen Werbung machen. Ich werde eine Woche lang mit Deutschland fahren und an verschiedenen Stationen Halt machen und da dann ein Seminar, ein Workshop, ist es nicht wirklich, so eine Mischung aus Seminar und Workshop halten. Photoshop-Grundlagen. Ja. Also, ja, Photoshop. Ne? Erweitert die Grundlagen mit Grundlagen. Es steht noch nicht so fest, welches Programm, ja, weil das ist noch nicht ganz geschrieben. Aber wir wissen schon wo und wir wissen schon wann. Ihr noch nicht, aber bald. So, Schluss mit dem Schmarrn. Bald Deutschland-Tour im März und dann auch in Hannover. So viel können wir schon mal verraten. Genau. Achso, ich bin da. Ja, du bist. Wer von dem ganzen Gequatsche jetzt wird rausgekommen. Die Jenny Brandt möchte wissen. Ich würde gerne mal wissen, warum Jorge nicht mal öfter vor der Kamera steht. Ich finde ihn sehr fotogen. Oh, danke Jenny. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich fühle mich nicht fotogen. Das ist der Grund. Nein, ich stehe ja schon öfter mal vor der Kamera, aber wenn man so einen attraktiven Kollegen hat, ne, dann ist man meistens zweite Wahl. Und nö, aber es gibt keinen bestimmten Grund. Es gibt manchmal Szenarien, da sagt Calvin, ich soll kommen oder vor die Kamera, da gibt es Szenarien. Also ich habe damit kein Problem, vor die Kamera zu gehen, aber jetzt so richtig Model, ich glaube, der Dennis Weißmann, der hat mich mal angefragt, was er mit mir shooten will. Da habe ich ihm auch zugesagt. Wir haben noch keinen Termin gefunden, aber ja, vielleicht kommt da auch mal was, aber nicht so intensiv wie beim Christoph.
Ich verkneif's mir. Was denn? Sag's ruhig. Ich kann es nicht sagen. Doch. Nee, das doch. Wenn ich zensiv ist. Ich kann nicht sagen. Los? Nein, ich sag's nicht. Los, los! Kai Arnold möchte wissen. Nein, nein, nein. Nein, sag. Lass mich nicht in das Wissenpapier. Ich habe früher ganz viel King of Queens angeschaut. Und da gibt es eine geile Folge, wo Doug für einen Männerkalender herhalten muss. Da steht er da irgendwie, die Aufgabe halt im rosa Tütü mit einem Regenschirm, oberkörperfrei. Und ich hatte gerade dieses Bild irgendwie vor Augen. It's not gonna happen. I hope so. Ja, aber für alle King of Queens-Schauer, die kennen das wahrscheinlich und werden sich auch gerade köstlichst amüsieren. Das mit dem King of Queens, also mit diesem rosa Tütü gibt es ja. Das macht ja einer, der seiner Frau aufpassen will. Ja. Schenken will. Ne? Aber das ist nicht so witzig. Nee. Ich glaube, dir wird es witziger. So, ich bin dran. Echt schon wieder? Mich ah. Ja. Sebastian Wolf, wie alt bist du? 28. Kai Arnold möchte wissen, wie schaut euer Gesicht aus, wenn ihr elektrische Fliegenklatsche benutzt? Wenn ihr eine elektrische Fliegenklatsche benutzt. Also, wie meinst du das jetzt? Also, wenn wir uns die an die Haut halten, oder? Okay. So Leute, wir waren kurz weg. Der Akku war leer, dank der guten Vorbereitung meines Kollegen hier. Wir waren, glaube ich, bei der letzten Frage war irgendwas mit Fliegenklatsche. Der Kai Arnold hatte gefragt, ne? Genau. Wie unser Gesicht aussieht, wenn wir elektrische Fliegenklatsche benutzen. Das sieht dann so aus. Nee, ich muss. Warte mal, so. Okay. Mach du auch. Nee, halt mir eine hin, irgendwie so mit der Hand am besten. So, ja. Also so sieht es aus, wahrscheinlich. Und wenn wir die ganz normal benutzen, also bei sachgemäßer Benutzung, dann wird es so aussehen. Oder so ähnlich. Ja, oder so ähnlich. So, ich habe wieder eine Frage. Genau. Und zwar sind wir eigentlich schon durch. Also, die Denise hat gerade noch gefragt. Liebe Grüße an der Stelle. Was ist deine größte Macke? Bitte eine neue, als die 1000, die ich schon kenne. Denise, wie frech. Wie man sie kennt. Eine Macke. Was habe ich für eine Macke? Ich habe 1000 Macken, ey. Aber die kennt sie ja alle schon. War schwierig. Ne? Da hätte man vielleicht dich mal fragen sollen, ne? Mhm. Ich bin sehr. Mir fällt gar nichts ein. Ich bin perfekt. Ich habe keine Ahnung, was soll ich für eine Macke. Ich mache immer alles gerne richtig und halt zu genau und versuche immer korrekt zu sein und ja. Und ich versteife mich schnell auf Sachen, glaube ich. Also wenn ich eine Idee habe, will ich das auch machen und wenn ich sehe, das ist irgendwie möglich, dann versuche ich es auch, egal wie verrückt oder wie spontan kompliziert oder irgendwas ist. Aber wenn ich sehe, das ist irgendwie eine Möglichkeit, dann will ich es auch machen, was ich dann oft auch von anderen erwarte, was aber nicht so umsetzbar ist oder gemacht wird. Ja, aber das ist schwierig, sowas mag ich nicht beantworten. Denise war eh zu spät dran. Denise, lest doch mal, wir haben seit 11 Uhr was gedreht. Wann ist kommentiert worden? 11:30 oder sowas. Ja. Nee. Ich habe keine Fragen mehr. Echt? Ja, jetzt bin ich dran. An dich. Ich habe ganz viele noch an dich. Echt? Sven Pilot möchte wissen, kannst du jetzt Fränkisch? Freilich. Nee, eigentlich nicht. Was ist denn so ein typisch fränkisches Wort? Ja, oder also, du bist ja bayerisch, oder eigentlich? Liebe Grüße an Lena an der Stelle, die mir das beigebracht hat, dass ja Franken Bayern ist oder nur ein Landkreis oder. Nein. Drisch! Spaß besser. Kannst du dich herrichten bei uns dann. was ist denn? Pfannkuchen. Was? Heiko? Pfannkuchen. Was ist denn das? Pfannkuchen, was ist das? Pfannkuchen, ein Pfannkuchen. Ein Pfannkuchen, Pfannkuchen. 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 A Cone ist ein Cone. Der Baba? Da gibt's. Zieh mal meine Sprache nicht so durch den Dreck. Ja, ey, das kann nur jemand von außerhalb hören. So. Oder Gschmarri. 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 Gschmarri.
G-S-C-H-M-A-R-R-I. Schmarre. Genau. Das ist wie Schmarre oder sowas. Schmarre. Schmarri. Genau. Ja, ich übe noch. Ja, ich habe echt noch viele. Ja, dann chill sie. Ich habe keine. Jojo habe ich gefragt, wann plant Jorge den nächsten Studio-Workshop? Der kommende war ja innerhalb von 2 Tagen voll. Richtig, der wurde gar nicht eigentlich so publiziert. Vielleicht hat es der eine oder andere gar nicht mitgekriegt. Der war wirklich schnell voll, also Studiofotografie-Grundlagen. Da ist wieder Ende Februar was geplant, aber sobald da was Offizielles gibt, einfach auf meiner Facebook-Seite die im Auge behalten, dann das werde ich posten, sobald ich ein Datum habe für das. Alright. Sandra Zwergberger möchte wissen, würdest du mit dem ganzen Team, da bin ich auch dabei, zu einer Prunksitzung kommen? Ich glaube nicht, ich bin gar nicht so der Karnevalsfan eigentlich. Ich werde auch definitiv nicht mitkommen. Also so, da hast du schon die Antwort. Also Kelvin kann ich antworten, der wäre definitiv auch nicht mitkommen. Ja, also nein. Nee, sorry. Das sind wir leider raus. Der Julian Peters, welches Equipment benutzt du für Porträts? Eine Kamera? Ein Blitz? Meistens eine Kamera, ja. Nein, also Objektive ab 85 mm aufwärts, sowas. Lichtstarkes 1,8er, also Lieblingsporträtlinse von mir ist eigentlich Canon 85 mm 1,8. Mit der 5D Mark II aktuell, aber auch mit der 5D SR funktioniert das ganz gut. Ja, alles ab 85 mm aufwärts. Alright. Die Frage von Andreas, der war schon so oft da, die lassen wir raus. Was war? Warum liegt der auf dem Boden? Ach, Käse wieder. Mensch, jetzt such dir mal ein Hobby, Alter. Ja, ich und nicht irgendwie blöde Kommentare unter Facebook. Der Arno Turner fragt, habt ihr eurem Chef schon mal einen Streich gespielt? Nein, eigentlich nicht, oder? Also nicht so bewusst, halt mal so ein bisschen veräppelt, aber jetzt noch nicht so was Geplantes. Halt. Nee, geplant haben wir nichts. Gute Idee. Du hast uns angestellt. Das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich videografisch festhalten. Schauen wir mal, das wäre lustig. Der Christopher Melzimetz fragt, was macht dich erfolgreicher? Hat er nicht die gleiche Frage nicht gefragt? Ja, hat er. Kreatives Gleiche. Schlaues Gleiche. Nein, okay, dann natürlich auch noch. Was macht dich erfolgreich als andere? Oh, das ist eine Scheißfrage. Was macht mich erfolgreich als andere? Ja. Auch zielstrebig, eben wie Christoph schon gesagt hat, ne? Man muss sich ein bisschen den Arsch aufreißen. Ein Ziel haben, das verfolgen. Ja, ich kann es gar nicht so pauschal beantworten. Also fleißig sein. Ne? Ja, fleißig sein, immer auch höflich sein, also Chancen versuchen zu sehen und zu nutzen. Und eigentlich auch, so blöd es klingt, aber jeder Mensch, den man so kennenlernt, also den auch gut behandeln, in Anführungsstrichen, weil man weiß halt nie, zu was der gut ist. Also das hört sich jetzt doof an, aber man weiß halt nie, was für Chancen sich durch Bekanntschaften ermöglichen. Ne? Es kann sein, dass du halt, ja, keine Ahnung, blöd gesagt, dass der Postbote dich fragte, was denn so ein Shooting kostet, ja, obwohl, vielleicht magst du den Postboten gar nicht, ja, aber immer freundlich und nett zu allen sein in dem Sinne und sich Chancen und Möglichkeiten offen halten. Also da habe ich auch relativ viel schon erreicht mit einfach Höflichkeit und, ja. Auf jeden Fall. Sowas. Und dann eine abschließende letzte Frage, der Peter Frank. Habt ihr schon einmal Equipment kaputt gemacht? Also so ganz bewusst, nö. Klar bricht man das ein oder andere ab oder so, aber da, also das sind so Kleinigkeiten, ne, die wir dann aber auch, die man meistens schnell reparieren kann. Ansonsten, also so richtig derbe Equipment kaputt gemacht, dass mir mein Objektiv runtergefallen ist oder so, das ist mir noch nicht passiert. Naja, wir hatten mal ein Shooting, da wurde ein Blitzdingens hier. Ja gut, das war der Porti, der ist mir der Blitzkopf aus der Hand gerutscht. Da ist die Glaskuppe vorne kaputt gegangen. Aber das ist ja. Also Entschuldigung. Das ist ja eine Glaskuppe für 40 Euro, ja, habe ich schon mal kaputt gemacht. Aber jetzt so richtig massiven Schaden, den ganzen Blitzkopf runterjagen, dass er nicht mehr funktioniert, das habe ich. Ich bin länger da und nichts kaputt gemacht. Sicher? Mhm. Na, das glaube ich dir nicht. Ach fuck. Ja, also. Ja. Zum Beispiel, ne? Also wenn man die Legria vom Christoph kennt, ne, der weiß, dass er so ein Spider-Man-App auf dem Display hat. Ne, ja, weil er sich profilieren wollte vor dem Model, ne? Hat man mit dem Quad ein bisschen
ist ein bisschen durchgedreht, ne? Das ist quasi mit ihm durchgedreht und dann hat sie ihn auf die Fresse gehauen. Ich dachte, wenn Sully das kann. Aber anscheinend nicht. Der kann es nicht können. Hallo. Ja, die ist halt ein bisschen demoliert. Aber sie geht noch. Ja, sie geht noch. Blitz ging nicht mehr. Klar. Ja, doch, stimmt. Ja, nur die Glas. Wir machen eigentlich die Schutzkappe vom Glas. Ich meine, heiße Schutzkappe, dafür ist er ja da, ne? Die ist kaputt gegangen. Muss man auch ab und zu mal. Muss, ja, eben. Es steht auch in der Betriebsanleitung, dass man die so alle 2-3 Jahre mal ersetzen sollte. Genau. Deswegen habe ich gedacht, oh, ist mal wieder an der Zeit. Ich schmeiße es mal rein, ne? Alright, das war's. Ja, ich bin auch durch. Durch. Das cool. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, dann ja. Nein, das machen wir nicht noch mehr. Auch nicht. Schade. Ja, irgendwann mal wieder. Irgendwann machen wir es mal wieder. Wir kündigen es aber an. Aber nur, und wenn ihr es wirklich habt, dann haut mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Weil genau. Wir lesen auch mal jedes Kommentar und auch gerne. Und wir freuen uns auch über jedes Like. Also ich jedenfalls. Ne? Du auch. Ja. Aber warte mal, ich glaube, ich hatte noch eine Frage. Warte mal, habe ich die überflogen oder hat mir die nicht angezeigt? Weil, ja. Facebook tut mittlerweile Kommentare, da musst du dann irgendwie auf Neues gehen genau. Oder aktuelles. Aber da ich mir die, genau, da ich mir die mal durchgelesen hatte gestern Abend schon, die fand ich mir richtig cool. Miriam Adel fragt, kommt nach Calvin Hollywood jetzt Calvin Klein? Die fand ich nämlich richtig gut, deswegen fällt mir die gerade ein. Die Miriam, Alter. Erstmal Grüße an die Miriam. Kommt nach Calvin Hollywood jetzt Calvin Klein, der ist echt cool. Wäre schön, wenn das so wäre. Also jetzt nicht nach, weil ich würde gerne auch noch bei Calvin Hollywood bleiben. Aber wenn der Klein mal reinschauen würde oder mir schreiben, gerne, ich wäre bereit. Dann gehe ich auch mal öfter ins Fitnessstudio und dann hole ich mir mal so ein hier Brett für den Bauch, ja. Und dann habe ich dann einen Anreiz hier. Aber bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Obwohl ich hier guter Unterwäschekunde von ihm bin, aber das hilft anscheinend nicht. Machen wahrscheinlich andere auch. Deswegen. Wir können ja mal ein Unterwäschestudio mit dir machen. Nee. Wenn du nicht klein mit Nachnamen heißt, dann wird es nicht. Ja, aber echt lustige Frage. So, das war der Abschluss. Wir sind raus. Wenn es euch gefallen hat, ein Kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alright. Ciao, ciao. Tschüss.